Hallo Leute, es geht weiter mit Alice. Und ja, ich habe jetzt mal eben so ein bisschen hier rumprobiert, weil ich kam ja nicht weiter und dachte mir, mit diesem Raum muss es ja irgendwas auf sich haben. Warum sonst soll der da sein? Und habe gedacht, irgendwas muss man mit der Uhr doch machen können. Und ich habe ja noch nicht alles ausprobiert gehabt, jetzt aber schon. Ich kann nämlich, param, die Uhr kaputt machen. Dann sieht man hier rechts, das ist mir auch nicht vorher aufgefallen, dass sich da so ein Tunnel oder irgendwie sowas geöffnet hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir die Uhr kaputt gehauen und das wird wohl der Weg zurück sein. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. So, da bin ich auch schon wieder. So, jetzt laufen wir mal nochmal den Weg. Aber die Monster müssten ja theoretisch alle tot sein, es sei denn, es kommen jetzt wieder neue, weil das Tor offen ist. Aber das wird wohl der richtige Weg sein. Ich freue mich darüber. Ah, da kommt doch schon einer. Wie gruselig ist das? Hallo, du da hinten. Ah, wie böse das aussieht. Komm, stirb. Haha. Haha. Ich hab's geschafft. Wieso ist da hinten jetzt ein Herz? Und da auch? Voll die Herzen, die beleuchtet werden. Oh, da geht ein... Oh, oh Gott. Ih, was ist das? Oh Gott. Ih! Hilfe! Ih, wie eklig. Wie eklig. Ich gehe mal durch die Tür hier. Oh Gott, voll die ganzen Kranken. Was läuft hier überhaupt durch? Gas? Ich werde einfach mal hier die Uhren alle kaputt machen. So, die ist kaputt. Ich hoffe, euch ist damit geholfen. Liebe Leute. Geht die auch auf? Nee. Oh, die Armen. Diese ganzen... Ja, noch eine. Bam. Oh, ich will, dass es euch wieder gut geht. Mit denen wurden ja wahrscheinlich irgendwelche Gehirnsachen gemacht. Gehirnexperimente. Oh Gott. Warum ist die schon... Bin ich jetzt doof? Komme ich jetzt schon durcheinander? Die habe ich doch... Hä? Nein, nein. Nein. Wirf, wirf, wirf das Ding. Stirb. Nein, nicht runterfallen. Oh, Alice. Oh, nein. Oh, und ich habe nicht gespeichert. Ach, wie blöd. Ach, das ist ja jetzt blöd. Oh, wie ärgerlich. Ja, so ist das, wenn man nicht speichert. Und dann passiert sowas hier, nur dass sie sich da gerade eben nicht festgehalten hat, sondern dann runterknallt. Nur weil ich ausgewichen bin. Wie gemein. Wo muss ich jetzt lang? Nee, ich lauf hier irgendwie falsch. Oder? Muss ich da vorne durch? Ja, okay, ich bin richtig. Ja, komm. Hör auf, mich einzufrieren. Hör auf, mich einzufrieren. So. Das war Nummer 1. Jetzt kommen die Spinnen. Stirb. Stirb. So. Ich wechsle zum Messer und mach die Uhren kaputt. Und dann speichere ich gleich. So, eine Uhr kaputt. Jetzt kommt die zweite. So. Und hier speichere ich jetzt.
Nee, du sollst das. Obwohl, das könnte ich ja auch noch mal weiter ausprobieren. Die ist jetzt schon wieder irgendwie kaputt. Ganz merkwürdig. Da komme ich her. Ich laufe wieder falsch hier. Na komm, wirf das Ding noch mal. Wirf's noch mal. Komm, das Eisding. Stirb. So. Was ist bei euch? War die Uhr jetzt? Die ist schon kaputt. Oh, die sind doch so irre. Das ist so irre. Einfach nur irre. Noch eine Uhr? Die ist noch nicht kaputt. So. Ich frage mich, was das im übertragenen Sinne bedeutet. Jetzt geht auch die Tür auf. Ob es wohl bedeutet. Nein, 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 nein. Nein. Nein! Hallo? Hallo? Acht? Was soll ich denn. Was. Hä? Nee. Das mit dem Eis geht wesentlich schneller. Ja, ich mache eure Uhr kaputt. Und was ich sagen wollte, ob das wohl im übertragenen Sinne bedeutet, so, dass sie Stopp sagt, dass sie so, Stopp, ich will, dass alles aufhört. Diese ganze kranke Scheiße in meinem Kopf. So, deswegen halte ich jetzt die Zeit an, so. Irgendwie so. Ich weiß es nicht. So, die Wand geht hier hoch, das ist total komisch. Nein, ich fahre wieder runter. Ey, das ist richtig schwer. Und ich frage mich, ob das Eisding dafür geeignet ist oder eher was anderes. Ich versuche es jetzt mal mit denen, weil ich die, glaube ich, besser werfen kann. Oh, ich habe gar keinen Mana, merke ich gerade. Komm, komm. Oh, das ist gut gelaufen. Oh, das ist gut gelaufen. Nein, komm, nein, nein. Nein, nicht mich runterknallen lassen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, ich sterbe. Nein, scheiße. Boah, ist das schwer. Ich bin schon selber so hier am Hin und Her wackeln gerade. Uff. Was macht man denn da am besten? Ja, super. Funktioniert ganz toll. Alter Schwede. Und wenn ich die einfach mal kurz igno. Nee, das darf ich nicht machen. Die könnte ich auch noch machen, vielleicht. Hilft das ja? Ja, kommt, helft mir mal. Nein, helft mir mal. Die können ja fliegen. Na komm. Lauf da lang. Lauf da lang. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Boah, ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll und was ich tun soll. Das ist so fies, echt so fies. Mach doch, Alice. Die wehen mich runter. Die wehen mich runter. Ich war auf der Platte. Ey, das ist so kacki schwer, echt. Ich finde den Dämon gar nicht schlecht, obwohl so ein Zacken, der tötet die halt viel schneller. Ach, es ist beides gut. Aber ich habe einfach zu wenig Mana. Ja, mach doch mal. Ja, super.
Ja, klasse. Es ist so gemein, echt so gemein. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es ist so unfair einfach. Ich glaube, ich soll nach oben. Ja, die wehen mich so weg. Ja, komm. Mach doch mal, Alice. Das war die nächste. Nein, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nein, nicht. Scheiße, ich hatte gerade beide so gut. Mann, ich hatte gerade beide so gut. Oh, komm, komm, jetzt schaffe ich das aber. Jetzt schaffe ich das aber. Ich muss es schaffen. Echt, ich muss es schaffen, sonst muss ich bald einen Cut machen hier. Weh. Ja, ich muss das zum Thema, ich muss es schaffen. Echt zum Kotzen. Was ist das bloß hier? Ja, ich muss mich echt beruhigen langsam. Jetzt kommt die Hexe von hinten. Ich sehe es schon. Schnell umdrehen. Nicht getroffen. Knall nicht runter, Mädchen. Knall nicht runter. Knall nicht runter. Die Hexen, wenn die mich wenigstens nicht wegwehen könnten, dann wäre es ja schon schwierig genug, aber so ist es halt derbe Scheiße, ganz ehrlich. Richtig derbe Scheiße. Ja, ich mache jetzt mal eben einen Cut und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen ein Stückchen weitergekommen und da oben stehen sie alle und weinen und weinen und weinen. Hier sind bestimmt noch andere tausend Hexen, aber ich habe mir angewöhnt, einfach auf der Platte stehen zu bleiben und nicht immer gleich weiter zu hüpfen. Kann ich zu denen rüber? Nein, kann ich anscheinend nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ich gehe mal hier lang, hier war ich noch nicht. Ja, keine Panik, weil es sich bewegt. Warum hat das jetzt nicht getroffen? Warum hat es jetzt nicht getroffen? Ja, komm. Nein, 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 nein. Ey, als ob man es nicht schaffen darf. Als ob man es nicht schaffen soll. Ich hasse sowas. Da oben kann ich hin. Da war ich noch gar nicht. Okay, hier kann ich bestimmt die Uhr kaputt machen. Die ist schon kaputt. Okay. Oh, da oben ist ein Raserei-Dingsbums. Wo sind diese Zacken da? Da ist noch eine Tür. Was mache ich denn jetzt? Also erstmal würde ich sagen, speichere ich hier. Ist ein guter Ort und ich blicke sonst nicht mehr durch, was ich schon gemacht habe und was nicht. Kann ich da durch? Ach, ich kann hier zurück. Komme ich hierher oder nicht? Na toll. Ja, ich glaube, ich komme... Das war toll. Nee, dann geh hier lang. Geht da die Tür auf? Ja, leck mich. Ach, hier komme ich doch her. Das sehe ich doch. Dann war das die andere Tür, wo ich noch nicht herkam. Ja, hier komme ich her. Okay, okay. Dann gehe ich diesmal nach links. Du kannst gleich... Nein, 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 nein. Geh nach vorne. Geh nach vorne, geh... Ey. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Voll der Bug hier. Oh, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht... Ich... Ah.
Leck mich doch. Blödes Spiel. Manno. Nee, da will ich nicht lang. Ja, jetzt bewegt euch nicht so extrem hier. Wo soll ich denn lang? Ich muss doch eigentlich immer weiter nach oben, oder nicht? Ja, ist gut. Warum komme ich da hinten eigentlich nicht weiter? Warum stürze ich in die Tiefe? Warum läuft das hier alles so blöd gerade? Das ist voll peinlich und doof und... Wenn ich hier gleich durch die Tür gehen will, dann... Habt ihr wieder was zum Lachen, ne? Ist witzig. Geh auf. Oh, cool. Wie die so boing, boing. Und der rote Ball hier, den roten Ball, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wieso komme ich da nicht durch? Wo soll ich denn dann hin? Was? Warum? Fängt auch genau dann sich zu bewegen, wenn man gerade auf der anderen Seite ist, ne? Klar. Wieso komme ich nicht zu den Kindern? Wieso komme ich da nicht hin? Oh, ich komme da hin. Ja, und nu? Hallo, Leute. Hey. Hallo. Ich will an die Raserei. Was mache ich denn jetzt? Liebe Kinder, wie soll ich euch helfen? Tja. Da oben muss ich irgendwie hinkommen. Ganz nach oben. Aber wie, weiß ich noch nicht. Wenigstens sind die Hexen gerade nicht mehr da, die einen hier so runterwehen. Das finde ich schon mal ganz nett. Da oben will ich hin. Kann mich nicht so eine Plattform dahin? Nee, das war, da war ich ja eigentlich gerade. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Hm. Wie komme ich da oben hin? Du bist ja immer noch da. Warum? Die ist immer da. Ich vergesse immer, dass die blöde Hexe da eventuell noch ist. Ich glaube, da muss ich mal lang, aber wenn die da noch ist, dann ist das mein Weg. Weil dann sterbe ich da auch immer wieder sonst. So. War das jetzt? Ich glaube, wo man runtergeht, ist erstmal egal. So. So. Und nein, genau. Nee, auch das war falsch. Das war schon... Hä, da komme ich doch daher. Ich verstehe das gar nicht. Hexenvieh. Sie wehrt mich immer ab. Egal was ich... Nein. Und ich falle auch immer runter. Ich drücke auch nach vorne. Und ich mache jetzt hier einen Cut und ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns im nächsten Bad bei Alice. Bis dann.